Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Gut, was ist die Löschungsbewilligung? Auch laut Erbler Lexikon Baufinanzierung. Die Löschungsbewilligung ist eine öffentlich beglaubigte Erklärung des Berechtigten, dass er sein Recht an dem Grundstück aufgibt. Die Löschungsbewilligung wird zur praktischen Abwicklung dem Notar zu treuen Händen gegeben, meist verbunden mit einem entsprechenden Treuhandauftrag. Für die Erstellung der Löschungsbewilligung kann die Bank nach verschiedenen Paragraphen kein Entgelt nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Löschungsbewilligung wird dann erteilt, wenn die Bank sagt, okay, wir haben unsere Schulden, falls das Grundstück, was verkauft wird, noch in der Finanzierung ist, die haben wir bekommen. Das heißt, von unserer Seite steht nichts mehr dagegen, dass dieses Grundstück weiter veräußert wird und auch einen neuen Eigentümer bekommt. Und dafür erstellt man hier diese Löschungsbewilligung. Baufinanzierung Schütt.